Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Timeframe bei den Ruffnerds. Nach der letzten Folge heute mal wieder eine besinnlichere, weil wir, glaube ich, mit genügend Zeit in die Stadt gehen können. Wir werden uns also für heute nur einen Eintrag vornehmen zu finden. Dann uns dafür aber ein bisschen mehr Zeit lassen können, die Stadt zu erkunden. Was ich bei der Gelegenheit aber noch tun möchte, ist, so ein kleines bisschen seitwärts zur Rakete zu gehen, was ich nämlich letztes Mal irgendwie gar nicht erwähnt habe. Ich nenne das Ding jetzt nämlich schon seit irgendwie ein, zwei Tagen Rakete, weil es wie eine Rakete aussieht. Ja, also, ja, das ist irgendwie so der Düsenantrieb. Und unten drunter seht ihr auch so eine Einkerbung im Fundament, das so ein bisschen so aussieht, wie wenn ihr mal so eine Startaktion Cape Canaveral oder sowas mitgesehen habt. Wo sie dann die Explosionsgase haben rausschießen lassen. Das erschließe ich mir zumindest einfach mal so. Ja, also was wissen wir jetzt bisher? Wir wissen anscheinend, dass sie hier seit ca. 2000 Umdrehungen dieses Nomaden sind. Die jüngste Erscheinung, die wir bisher alle zusammen schon gelesen haben, ist, glaube ich, die hier. Die ist von Cycla Priora. Ich weiß nicht, ob das Cycla Priora. Priora ist ja irgendwie vor. Also hat wohl irgendwas mit vor dem 500. Zyklus zu tun. Das ist jetzt die jüngste Nachricht. Allerdings müssen sie da auch schon 500 Mal mitgezählt haben. Oder sie können zurückrechnen, aber so wie es in den einzelnen Dokumenten klang, erscheint er ja manchmal auch häufiger und manchmal weniger häufig. Also, mal gucken. Ihr seht jetzt hier schon die Stadt, auf die wir uns zubewegen. Riesenkasten. Die Windmühlen nebenan, die haben auch noch eine Bedeutung. Und da oben sehe ich, sieht es besser, wenn ihr seht es jetzt am rechten Rand. Es erscheint auch noch irgendwas. Das wird wahrscheinlich dann der dritte Punkt sein, den ich noch nicht gefunden habe. Den werden wir dann versuchen, mit den Windmühlen zusammen zu entschlüsseln. Aber das werden wir sicherlich heute nicht alles auf einmal schaffen. Zumal, wenn ich erstmal unten im Tal bin, komme ich dann nicht wieder hoch. Okay, keine große Befestigung der Stadt. Also so richtig Gefahren scheint es ja nicht gegeben zu haben. Das ist ja offen gehalten. Wobei, wer einen Schutzschild hat, der hat den Methoden nicht wirklich gehalten. Achso, ja, was wissen wir? Wir wissen, es gibt irgendwie zwei große Gruppen, die... Es gab zuletzt zwei große Gruppen, die Affirmationists und die Revivalists, also die Verstärker und die Wiederbeleber. Ich tippe mal so weit, dass die Affirmationists die waren, die gesagt haben, lass uns einfach ein Schild verstärken, das klappt schon. Und die anderen haben gesagt, lass uns mal lieber gucken, dass wir uns selbst irgendwo neu wiederbeleben. Vielleicht war damit mehr sozusagen die kulturelle Wiederbelebung gemeint. Da hinten sehe ich schon was leuchten. Das ist wahrscheinlich das Überlebnis. Haben wir hier den Sound für die... Ich nenne sie einfach mal weiter in Stadt. Die Gebäude haben alle keine Öffnung. Das heißt, man tut sich hier auch nicht schwer, den richtigen Weg zu finden, weil es gibt anscheinend nicht viel. Klos. Den Ding ausmachen? Nee. Und weiter geht's. Exodus. Monaria is a city of towering majesty, built upon humble foundations, built upon crumbling ruins. Memories lost to dead streams can sometimes be revealed through stone, but our ancient nightmares are aligning with reality and these stones cannot protect us. This nightmare may not have the agency our ancestors ascribed it, but the result will be the same. The hopes preferred by every sect have proved to be too little too late, and we cannot stand stubbornly awaiting the arrival of some fabled all-knower. We must venture forth without wavering and hope we can outrun our fate, a fate which clearer eyes may have foreseen and clearer minds may have forfended. Also Monaria ist die Stadt der türmenden Majestät
Also wahrscheinlich ist damit eher die Majestätigkeit der Stadt gemeint. Built upon humble foundation, also auf einem großzügigen, auf einem großzügigen Fundament, das wiederum gebaut ist auf einer zerstörten oder weiterhin zerstörenden Ruine. Erinnerungen sind verloren an tote Ströme. Diese können manchmal durch Stein wieder aufgedeckt werden. Aber unsere urtümlichen Albträume kommen jetzt mit der Realität zusammen und diese Steine können uns nicht beschützen. Dieser Albtraum mag nicht die Mächtigkeit haben, den unsere, oder nicht die Gestalt haben, die unsere Vorfahren uns beschrieben. Aber das Resultat wird dasselbe sein. Die Hoffnung, die jede der Sekten, das sind wahrscheinlich diese Sekten, die in der letzten Folge bei dieser Statue erwähnt wurden, haben sich als zu klein und zu spät haben sich zu spät als zu klein erwiesen und wir können hier nicht einfach weiter dumm rumstehen und auf einen ominösen Alleswisser warten. Wir müssen wegreisen without wavering, was auch immer, und hoffen, wir können unserem Schicksal entkommen. Ein Schicksal, das klarere Augen vorausgesehen hätten und klarere Gedanken forfended, also voraus, vorgebeugt ist es nicht, aber so in die Richtung soll es gehen. Okay. Also anscheinend waren sie sich dann wohl doch nicht so ganz einig bei der Art und Weise, wie das hier weitergehen soll. Ich will jetzt noch weiterkommen, weil wir sind gerade so nah am Rand, dass ich den nochmal aus der Nähe sehen möchte. Ich glaube, wir haben noch einen Augenblick Zeit. Schön ist ja, dass es keine Zeitangaben hier gibt. Wir sind wirklich nahe dran. Das klang schon wieder viel mehr nach, wir hätten alles besser wissen müssen. Also, sie schien viel vorbereiteter in den letzten Schriften, die ja fast zeitgleich waren, also 10 Zyklen. Okay, also hier ist der Rand. Und anscheinend geht... Guck mal, es hat sich auch mitbewegt. Es ist jetzt nicht so, dass die Spitze über dem Turm geblieben ist. Aber da hinten geht es doch runter. Gut, ich versuche mir weiter am Rand lang zu bewegen, aber ihr hört die Musik schon. Wir werden hier nicht mehr viel weiterkommen. In diesem Sinne jetzt schon mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.